Hi und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Wir machen heute mal wieder ein klassisches Gericht, wo ich eigentlich total drauf stehe, aber das noch nie verfilmt habe. Wir machen eine Gulaschsuppe. Aber wir machen eine kleine Änderung zum Original und zwar so, wie ich mir denke, das schmeckt noch besser. Bleibt dran und freut euch drauf. Die Zutaten seht ihr wie immer in der Videobeschreibung. Unten, wo hier Aufklappen steht, darunter mal drücken und dann seht ihr alles, was ihr braucht. Ansonsten natürlich hier neben mir liegen im Laufe des Videos. Ja, wir brauchen schon ein paar Zutaten, wobei das, glaube ich, wilder aussieht, als es ist. Tatsächlich haben wir hier unseren Hauptdarsteller, das Fleisch. Habe ich jetzt hier noch in der Tüte drin. 1 Kilo Rindergulasch. Nicht zu große Würfel, aber auch nicht zu klein. Vom Metzger natürlich geholt und ja, und was wir wirklich noch da reinmachen, ist das hier. Das ist jetzt keine Schweinepfote, könnte man im ersten Augenblick, glaube ich, so sehen. Nein, so sieht man es schon eher. Das ist eine Chorizo-Wurst und die werden wir als erstes so ein bisschen mit anbraten, um so ein bisschen richtig schönes, leckeres Aroma an das Ganze zu kriegen. Die ist ja sehr stark gewürzt und ich denke, das passt da perfekt zu. Der müssen wir jetzt allerdings als erstes mal so ein bisschen aus der Pelle helfen. Also es ist relativ hart. Die Originale ist ja auch eigentlich eine harte, wie so eine Salami. Und die können wir jetzt erstmal in Würfelchen schneiden. Also erstmal in Scheiben und dann in Würfel. So, hier seht ihr mal so eine Scheibe noch von innen. Also da ist schon ordentlich Fett drin, was natürlich nachher richtig schön Geschmack abgibt. Ich möchte natürlich nicht, dass da jetzt nachher noch diese extrem großen Fettstücke drin sind. Aber ein bisschen Geschmack darf das natürlich oder sollte es abgeben. So, schneidet es in kleine Streifchen, dann in kleine Würfel. So, die haben wir jetzt erstmal fertig. Dann können wir auch, während der Dutch Oven schon mal vorheizt, Zwiebeln schneiden. Wir nehmen eigentlich so wie beim klassischen Gulasch dasselbe Verhältnis Zwiebeln zu Fleisch. Also jetzt 1 Kilo Rindfleisch und 1 Kilo Zwiebeln. Und die schneiden wir jetzt auch erstmal in Würfel. Das ist jetzt ein bisschen Arbeit. André, machst du das? Ja, nein. Ich halte nur die Kamera, das passt schon. Und dann einfach in Würfel schneiden. 2 Heulkrämpfe weiter haben wir unsere Zwiebeln jetzt erstmal fertig geschnitten. André hat doch mitgeholfen. Ja. Als die Kamera aus war, wurde es einfach ich konnte dich nicht mehr leiden sehen. Ja, genau. Ja, fing tatsächlich relativ früh an. Aber nun, wir haben es geschafft. So, wir gehen jetzt erstmal zum Dutch Oven und nehmen diese Chorizo mit. Und etwas Butterschmalz zum Anbraten. So, etwas Butterschmalz hier rein. Das lassen wir erstmal ein bisschen schmelzen. Dann als nächstes die Chorizo-Wurst rein. Und auch direkt unser Hackfleisch. Und das braten wir jetzt erstmal so ein bisschen an. So, wenn man jetzt mal so umrührt, seht ihr schon, was das für eine andere Farbe bekommt, also es wird schon schön rötlich. Und dann geben wir direkt auch schon mal etwas Salz und Pfeffer rein, weil es sonst tatsächlich Salz und Pfeffer nur noch schwer annimmt, wenn das Fleisch angebraten ist, deswegen lieber etwas vorher. Und jetzt können wir auch schon direkt die Zwiebel mit reingeben, also wir wollen das Fleisch jetzt nicht wirklich anrösten. So, das verrühren wir nochmal. Jetzt lassen wir beides zusammen erstmal schön angaren, bis auch so ein bisschen nachher die Flüssigkeit sich deutlich reduziert hat. Das dauert jetzt natürlich ein Weilchen. Jetzt seht man schon, diese rote Farbe kommt tatsächlich jetzt nur von der Chorizo-Wurst. Und es duftet herrlich. Die Zwiebeln haben sich jetzt richtig schön reduziert. Und ja, jetzt, also man sieht es, guck, zeig mal rein. Also so ist schon deutlich weniger Masse und so wollen wir es auch haben. Und da geben wir jetzt erstmal etwas Paprika rein, Paprikapulver. Ich nehme Paprika scharf als erstes, am besten von Leo. Also das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Farbe, toller Geschmack, wenn man dran riecht. Es ist der helle Wahnsinn. Und ja, damit würzen wir jetzt erstmal richtig. Also logischerweise hat eine Gulaschsuppe eine schöne rote Farbe. Und vor allen Dingen auch etwas Schärfe.
Und die kriegen wir nämlich genau mit dem Paprika. Da geben wir mal so ein paar Esslöffel rein. Guckt euch diese Farbe an. Das sieht doch schon mal was aus. Herrliche Farbe. Aber jetzt noch im türkischen Supermarkt gekauft Paprikapaste oder Paprikamark. Da geben wir jetzt auch erstmal zwei ordentliche Esslöffel rein. So, das verrühren wir direkt. So, dann geben wir jetzt noch etwas Rotwein rein. Welcher Rotwein bleibt euch selbst überlassen? Das waren jetzt erstmal 200 Milliliter. Ich finde, man merkt da sowieso nichts von. Also, viele sagen ja, dass man da einen besonders guten nehmen soll, damit es nachher toll wird. Ich finde, das Ganze hat extrem viel Gewürz und kommt zwei Stunden noch schön, wird zwei Stunden noch schön geköchelt. Ich glaube, da schmeckt man nicht mehr so großartig, welcher Rotwein da drin ist. Von daher habe ich einfach irgendeinen genommen, den meine Frau trinkt und fertig. So, wir gehen nochmal, geben nochmal so 200 Milliliter rein. Oh, was für ein Duft. Das ist unfassbar. Ah, Flasche ist ja fast leer. Ja, machen wir rein damit. Dann haben wir hier noch ein paar Gewürze, die wir jetzt mit reingeben. Da haben wir etwas, das ist Thymian, das ist Majoran, jeweils einen Teelöffel. Da haben wir Kümmel, auch der gehört eigentlich in klassisches Gulasch mit rein, von daher ruhig ein bisschen Kümmel. Und noch einen Teelöffel Knoblauch. Ja, und das geben wir jetzt direkt mit rein. So, Knoblauch, Thymian. Majoran, ja, umgekehrt war es, aber egal, drin wird es eh vermischt. So, das verrühren wir. Boah, was für ein Duft. Es wird natürlich auf jeden Fall noch etwas dünner. Dann haben wir hier noch ein bisschen gehackte Tomaten. Auch die geben wir damit rein. Damit das Ganze also auch noch ein bisschen schönen tomatigen Geschmack bekommt. Die rühren wir schön unter. Oh, das riecht. Die Tomaten riechen auch mega. Das ist so geil, da gebe ich noch einen Topf rein. Ja. Noch so ein Töpfchen rein. Wollte ich eigentlich gar nicht machen, aber ich dachte mir, das riecht gerade so gut. So, also insgesamt 800 Milliliter. So, und jetzt kommt noch die ganze Flüssigkeit, die wir brauchen für eine Suppe. Das ist jetzt hier Rinderfond. Insgesamt drei Gläser zu je 400 Milliliter. Also 1,2 Liter. So, Deckel drauf. Dann die Hitze ganz runterdrehen. Und jetzt lassen wir es erstmal so, ja, anderthalb Stunden auf jeden Fall erstmal köcheln. Und wir probieren danach mal, ob das Fleisch schon etwas weich ist. So, jetzt kurz vorm Ende der Zeit schneide ich schon mal ein paar Kartoffeln. Die kommen nämlich jetzt noch mit rein. Wenn wir die so früh reingeben würden, dann würden die so völlig verkochen. Deswegen geben wir die erst relativ spät rein. Genauso wie Paprika, die wir auch gleich erst reingeben. Aber jetzt erstmal, wie gesagt, die Kartoffeln schälen und schneiden. So, und da schneiden wir jetzt so kleine Würfelchen raus. Nicht zu klein, ich sag mal, ja, so ungefähr einen Zentimeter dick. So, also so eine Größe ungefähr. Nehmen wir uns mal so 3 bis 4 Kartoffeln. Bei der Menge müsste das eigentlich ganz gut hinkommen. Ja, und die Kartoffeln geben wir jetzt mit in die Suppe. So sieht unsere Suppe jetzt aus. Also schon echt, sieht echt toll aus. Tolle Farbe. So, die rühren wir jetzt mit ein. Lassen das Ganze noch ein bisschen weiter mitkochen.
Und wir bereiten uns dann schon mal unsere Paprika vor, weil die tun wir eine Viertelstunde rein. Also insgesamt braucht es jetzt noch eine halbe Stunde. Ich nehme dazu eine grüne Paprika und eine rote Paprika. Wenn die so ein bisschen kleiner ist, dann nehme ich ganz gerne zwei, logischerweise. Und die schneiden wir jetzt auch erstmal soweit. So, ich sag mal, auch die schneiden wir so in etwas größere Streifchen als die Kartoffeln, also ungefähr so groß. Ja, wie gesagt, dann in einer Viertelstunde geben wir die mit dazu und dann sind wir auch schon eine Viertelstunde später fertig. So, schweres Ding. Zack. So, wir sind fertig. Dann mal einen Deckel ab. Und das duftet so unglaublich gut. Wahnsinn. Ja, noch sieht man es gar nicht so gut. Das stimmt. Das Licht könnte besser sein. Ja, zeige ich gleich nochmal. So, boah, was für ein Geruch. Und auch eine ganz, ganz tolle Bindung. Nimm es mal raus. Also wirklich eine echt tolle Bindung. Durch die Zwiebeln natürlich, die richtig schön verkochen. So, da haben wir ein Schälchen fertig gemacht, da kannst du mal reinfilmen. Wie das aussieht, herrlich. So, wir haben also eine wunderbare Bindung, eine ganz, ganz tolle Konsistenz. Die Kartoffeln sind gut, die Paprika sind nicht verkocht, das finde ich auch super. Das Fleisch sollte auch weich sein. Ja, und dann probieren wir mal. Könnte noch ein bisschen heiß sein. Mmh. Ist auch, ne? Fleisch ist ganz, ganz weich. Herrlich, schmeckt richtig, richtig gut. Oh, es kommt eine gute Schärfe hinterher. Boah, Respekt, ey. Also diese Paprika von Leo, diese scharfe, wenn man die jetzt vergleicht mit sowas, was man im Supermarkt kaufen kann, kann man gar nicht vergleichen. Also da tut es tatsächlich weniger. Wenn ihr die von Leo euch mal bestellt, also das ist Wahnsinn. Also da würde ich tatsächlich die Hälfte nehmen, reicht immer noch locker aus. Und dann haben wir noch immer eine super Schärfe. Aber es ist geil. Also es ist nicht zu scharf, aber es hat schon ordentlich Dampf, muss ich echt sagen. Mm. Lecker. Richtig, richtig lecker. Boah, die ist richtig gut. Richtig, richtig gut. Auch die Chorizo da drin, die haben wir jetzt noch hier so wie so Würfel, wie so Speckwürfel, sage ich mal, die sind erhalten geblieben. Ist aber trotzdem mit weich. Top. Oh, und schmeckt ganz toll. Schmeckt ganz toll, wenn man mal so ein Stück zerbeißt. Richtig lecker. Also das ist mal eine Gulaschsuppe, wie ich sie mir wünsche. Also mega Ergebnis. Das müsst ihr unbedingt mal so nachmachen. Und ja, also wir essen jetzt gleich ein bisschen, Portionchen, Abendessen. Ist schon dunkel inzwischen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt mir einen freundlichen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen. Die Produkte von Leo verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Da könnt ihr dann bestellen. Hauptsächlich machen die Olivenöl, aber wie gesagt auch Gewürze. Super. Ja, bis zum nächsten Mal. Euer Rolf. Ciao.